Hallo, hier ist Christoph und das ist der Sony Xperia Z1 und in diesem Video möchten wir uns die Kamera-Features etwas genauer ansehen. Auf der Rückseite finden wir die 20,7 Megapixel G-Lens-Kamera von Sony und die hat einen relativ großen Sensor, vor allem für ein mobiles Gerät. Ja, schauen wir uns einfach mal die Kamera-App etwas genauer an. Im Übrigen findet ihr ein paar Testvideos bzw. ein Testvideos und mehrere Fotos auf der Tech.de bzw. auf unserem YouTube-Kanal. Und gehen wir jetzt mal in die Kamera. Wir sehen hier, das Menü wurde etwas überarbeitet. Wir haben hier die Einstellungen für die Modis für die verschiedenen. Hier gibt es zum Beispiel die überlegene Automatik, die sich immer die optimalen Bedingungen heraussucht bzw. das versucht herauszusuchen. Wir haben den manuellen Modus, das heißt, wir können hier dann die Helligkeit regeln bzw. den Weißabgleich auf automatisch, außen oder sonstiges. Wir können verschiedene Szenen auswählen, Soft Snap, Anti-Verwischen. Es gibt sogar etwas für Essen, Tiere oder Partys oder auch Feuerwerk. Und ich kann natürlich dann hier auch auf die vordere Kamera wechseln, die aber jetzt eigentlich nicht ganz so wichtig ist. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, hier die Kameraauflösung auszuwählen, entweder die vollen 20 Megapixel, die werden im 4:3 Format geschossen, beziehungsweise die 8 Megapixel im 4:3 Format oder einfach 8 Megapixel im 16:9 Format, das hier eigentlich standardmäßig ausgewählt ist. Ansonsten gibt es noch Einstellungen hier für Selbstausleser, für HDR, die ISO-Werte kann man hier automatisch bestimmen oder manuell. Und dann gibt es auch noch einen Bildstabilisator, der ist allerdings nicht optisch so wie beim G2, sondern einfach hier Software-Seite gemacht. Es gibt natürlich auch Gesichtserkennung, des Weiteren Schnellstart, dass man hier über den Kameraknopf starten kann. Hier kann man auswählen, ob man auch gleich ein Foto machen möchte oder eine Videoaufnahme möchte. Sehr, sehr praktisch. Ansonsten hier noch Touch-Fokus natürlich, wo wird das gespeichert, gibt es einen Verschlusston. Dasselbe gilt natürlich hier, wenn wir auf Videos wechseln. Hier gibt es dann die Einstellmöglichkeiten für die Videoauflösung. Wir sehen hier kein 4K Videoauflösung, sondern wirklich nur das 1920x1080. Reicht aber auch für die normalen Fälle. Und ja, hier gibt es genauso noch die Einstellung für HDR-Modus oder sonstiges. Und ansonsten gibt es hier von den Modis Timeshift-Bildfolge, das heißt ähnlich wie so ein Time-Ruffer. Dann gibt es Bildeffekte, Schwank-Panorama. Ihr seht hier, das wird auch gleich mit Live-Vorschau gemacht, wenn ich hier die Hand vorhalte. Ja, richtig nett, dass das hier gleich direkt angezeigt wird. Schwank-Panorama, AR-Effekte, das heißt, ihr könnt hier einen Dinosaurier einblenden lassen ins Bild oder Funky Disco oder sonstiges. Halt ein paar kleine Spielereien. Es gibt noch Info-Eye. Das ist ein ortsbasierende Software zusätzlich, das heißt, ihr macht hier ein Foto von irgendwas oder zeigt auf irgendwas, zum Beispiel hier den Eiffelturm im Hintergrund, und ihr bekommt dann Informationen dazu, was ist das, was kann das Gerät, und ja, das war's auch schon. So von den ganzen Modis her, wie gesagt, mehr Infos über die Kamera bzw. Testfotos und Videos findet ihr dann auch noch auf tablet.de bzw. unserem YouTube-Kanal. Das war's. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.